Beim Thema Mobilität der Zukunft gab es schon die verrücktesten Ideen. Manche wurden Realität, andere wiederum waren wohl nur Spinnerei. Verkehrsminister Scheuer zum Beispiel musste erst vor wenigen Wochen viel Spott einstecken, als er über Flugtaxis nachdachte. Und dann hebt vor ein paar Tagen doch tatsächlich ein deutsches Flugtaxi in Oberpfaffenhofen vom Boden ab. Und wie soll es in der Zukunft mit dem guten alten Auto eigentlich weitergehen? Dieser Frage widmet sich das Automotive Forum Zwickau Anfang November. Wir leben in einer spannenden Zeit. In nur wenigen Jahrzehnten wurde das tägliche Leben durch die Digitalisierung von Grund auf umgekrempelt. Ein einziges Smartphone hat heute mehr Rechenleistung, als die gesamte Mondmission in den 1960er Jahren nutzen konnte. Autos fahren zum Teil schon autonom, und bald ist der Mensch nur noch Fahrgast in seinem eigenen Wagen. Und wie sieht die Entwicklung unter der Haube aus? Dieses Thema steht im Mittelpunkt des kommenden Automobilkongresses der Industrie- und Handelskammer. Elektromobilität, aber auch die neuen Antriebe werden wieder ein Thema sein. Und dazu möchte ich Ihnen noch informieren: Wir haben eine Studie herausgebracht zur E-Mobilität. Herausforderungen für unsere Zulieferer, aber auch Herausforderungen für uns als Kammer selber, die bei der AK jederzeit abrufbar ist. Der kalifornische Autohersteller Tesla hat mit seinen Luxus-Elektroautos die Messlatte sehr hoch gehängt. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch andere Wege gäbe, die Menschen in der Zukunft von A nach B zu bringen. Immobilität e spricht alles davon, aber es gibt ja auch alternative Antriebe, Wasserstoff, Hybrid oder auch die synthetischen Kraftstoffe. Ich glaube, es bleibt spannend in der Automobilindustrie. Ein Satz, den man bedenkenlos unterschreiben kann nie war es aufregender als heute die zahlreichen neuheiten der mobilität zu verfolgen viele neue player treten in den weltmarkt ein japanische autos gehören in deutschland schon lange zum straßenbild koreanische fahrzeuge ebenso china ist ein gigantischer wachstumsmarkt und nun kommt vietnam mit einer eigenen automarke winfast und die wagen können sich sehen lassen ja ganz genau. also äh, vietnam äh, ist seit vielen vielen jahren äh, auf dem weg zum industrieland äh, mit beeindruckenden wachstumsraten sechs äh, bis sieben prozent jedes jahr und äh, in der tat das neueste projekt der äh, modernen vietnamesischen Indust industriegeschichte ist das projekt winfast äh, ein eigenes vietnamesisches auto eine eigene vietnamesische automarke und der startschuss ist vor zwei jahren gefallen und äh, dieses jahr im sommer äh, ist produktionsstart. In den Fahrzeugen von Winfast steckt übrigens jede Menge deutsches Know-how, warum auch das Rad neu erfinden, deutlich erfolgversprechender ist da der Weg über eine Zusammenarbeit. Ja, genau. Und das ist, wenn man so möchte, ein bisschen Ausfluss auch unserer gemeinsamen historischen Verbindung, insbesondere mit den neuen Bundesländern, gerade auch hier im Sachsen im Bereich Automobil und Vietnam. Und Sie haben völlig recht. Man hat sich dafür entschieden, die Fahrzeuge auf technischen Lösungen von deutschen Anbietern zu bauen. Für das, für den Pkw ist das insbesondere BMW. Der E-Scooter als erstes Fahrzeug basiert auf Bosch und Siemens Technologie. Die Produktionsanlagen kommen zu über 90 Prozent aus Deutschland und wir selber dürfen die deutsche Berufsausbildung dort implementieren. Im Sommer soll die Produktion der ersten WinFast-Modelle in Vietnam starten. Autos mit Verbrennungsmotor. Warum nicht gleich E-Mobile, wo doch alle Welt heute von den neuen Antriebsarten spricht? Ja, also in Asien und in Vietnam verliert man keine Zeit. Und Sie haben völlig recht, Verbrennungsmotoren, das ist jetzt die erste Serie. Parallel wird jetzt eine Batteriefabrik in einem Joint Venture mit LG aufgebaut, gleich neben dem eigentlichen Produktionsstandort. Und die zweite Generation soll dann das sogenannte E-Fahrzeug werden, also elektrobetrieben. Neueste Informationen über den Stand der Markteinführung dürfte es zum Automobilkongress der IHK im November geben. Zum Automotive Forum Zwickau haben sich über 200 Fachbesucher angemeldet. Erfahrungsgemäß ist diese Veranstaltung ein wichtiger Baustein der Automobilindustrie auf dem Weg zur Mobilität von morgen.